war für mich eigentlich eine Blitzfreundschaft, muss ich fast sagen. Die kam rein beim Casting und ich habe ganz viele Mädchen gesehen und ich sehe die und wusste sofort, die ist das. Ich war wirklich geplättet, weil ich glaube einfach, dass der liebe Gott einen ganz guten Tag hat, als er Zoe gemacht hat. Finde ich sehr schön, dass das Auge schön hell hat, Licht hat. Okay, mein Schatz, dann lauf mal einmal los. Zoe ist ja auch das einzige Mädchen, was ich immer zum Fitten habe. Ist das erste Mädchen, was meine Sachen trägt. Und dann weiß ich, wenn es an Zoe gut aussieht, weiß ich, es wird funktionieren. Wenn es an Zoe nichts ist, dann weiß ich, aus fliegt raus. Und das sind so Sachen, die natürlich für mich total wichtig sind als Designer und auch ungewöhnlich sind. Das habe ich noch nie gehabt mit einem Mädchen. Was das ganz Sensationelle bei ihr ist, finde ich, dass sie in jedem Kleid, in dem sie steckt, das Kleid für sich entdeckt und für sich fühlen kann. Und damit verleiht sie halt dem Kleid auch einen besonderen Eindruck. Das ist ganz speziell an Zoe. Sie ist ein ganz feiner Mensch. Man mag sie nicht verletzen. Ich glaube, man mag sie gerne behüten. Man möchte sie wie so ein Juwel beschützen. Sehr, sehr schätze. Das ist ein ganz freier Mensch. Sie lässt sich nicht einbauen in so eine Inszenierung. Sie ist die Inszenierung. Bedingungslos inszeniert. Die wäre fürs Theater wie gemacht.